Schon früh am Sonntagvormittag trafen sich die Schützenvereine der alten Amtsgemeinde Schermbeck zum Traditionspokalschießen. Insgesamt 9 Schützenvereine schickten ihre Majestäten, Präsidenten und Schützen ins Rennen, um ihr Können am Gewehr zu beweisen. Ausgerichtet wurde das diesjährige Traditionspokalschießen von der Kilian-Schützengilde Schermbeck auf dem Schießstand des Schützenvereins Damm. Auch für die Vereine ist der Traditionspokal eine ganz besondere Herausforderung. Ja, das ist halt eine lang gelebte Tradition. Also, ich weiß nicht, da kann der Bürgermeister vielleicht gar nicht mal so wenig zu sagen. Ja, ist das Traditionspokalschießen des alten Amtes Schermbeck, wo Drevener, Krudenburg, Brünen noch dazu gehört. Und dass über diese ganzen Jahrzehnte diese Tradition jetzt, glaube ich, schon für über 70 Jahre aufrechterhalten wurde und die Vereine auch mitmachen und vor allen Dingen auch in bester Laune da sind. Und das ist einfach schön, dass man sieht, dass über so viele Jahrzehnte halt mit so viel Liebe und Einsatz dann diese Tradition gepflegt wird. Ist halt ein zentraler Anlaufpunkt halt unter den Vereinen. Das zeichnet das halt aus. Der Traditionspokal blickt übrigens auf eine lange Geschichte zurück. Seit bereits 1959 messen sich die Schützenvereine des alten Amtes Schermbeck jährlich. Anfänglich nannte sich der Traditionspokal allerdings anders. Bis zur kommunalen Neuordnung Mitte der 1970er Jahre. Danach bekam der Wettbewerb seinen neuen Namen, den er bis heute beibehalten hat. Auf der Schießanlage vom Schützenverein Damm ging es derweilen heiß her. Die Schützen lieferten sich ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Also die Vereine sind ja nicht nur mit den Schützen da, mit Ersatzschützen und Begleitung. Also man sieht, man hat jetzt 2-3 Jahre sich danach gesehnt, solche Veranstaltungen wieder machen zu können. Also ich würde schon sagen, das ist eine gute Beteiligung. Eine richtig gute Beteiligung, ja. Wir haben uns zwischenzeitlich mal umgehört, wie das erste Pokalschießen nach der Corona-Zwangspause ankam. Sehr schönes Gefühl, endlich mal die ganzen Leute wieder zu sehen, die man jetzt 2 Jahre nicht gesehen hat. Macht schon Spaß, ist toll. Ja, also ist immer wieder schön, endlich wieder noch Leute zu kommen, endlich wieder mal ein bisschen Normalität zu spüren. Das ist einfach, warum man hier zusammentrifft. Das ist einfach, man freut sich wieder, man ist wieder raus und sieht wieder Leute, die man lange nicht gesehen hat. Es ist ein echt tolles Gefühl. Also es ist ja wirklich schon lange, lange her, dass wir so zusammenkommen konnten und wirklich einfach alle nochmal live wiederzusehen. Das macht echt Spaß. Es sind nette Menschen und eine schöne Atmosphäre, wirklich entspannt, heute auch mit einem perfekten Wetter. Das ist echt schön. Also es ist schön, wieder alle wiederzusehen. Es ist schön, mit den ganzen Vereinen mal wieder zu feiern, zu schießen. Ich hoffe, über Kilian bleibt das auch so, dass wir keine Maßnahmen bekommen. Ja, und dass wir einfach mal gemeinsam wieder die Feste feiern können. Auch für Präsident Ralf Daunheimer und Bürgermeister Mike Rexford war es ein ganz besonderer Tag. Ja, ist natürlich wieder, also wirklich erleichternd mal zu sehen, dass man, ich sag mal, eine Geselligkeit aufbauen kann, ohne da irgendwo den Stress zu haben, irgendwelche Regeln einzuhalten oder sonst irgendwas. Ich meine, klar, man achtet ein bisschen drauf, aber ist natürlich schon erleichternd. Auf jeden Fall hat es allen Beteiligten richtig viel Spaß gemacht. Neben dem Pokalschießen gab es viele nette Gespräche, kühle Getränke und alles, was zum Gelingen eines schönen Tages dazugehörte.